Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Podcast-Folge. Ihr dürft euch nicht wundern, wenn der Sound vielleicht ein bisschen anders ist, wenn ihr im Hintergrund eine leichte Musik hört. Diese Podcast-Folge wird auch auf meinem YouTube-Kanal Weiches Licht landen. Also da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr diese Podcast-Folge auch visuell sehen wollt, wie ich quasi an meinem Rechner zu Hause sitze. Und ich will jetzt eine ganz wertvolle Erfahrung mit dir teilen, die ich eben gerade mit meinem Schwiegervater geteilt habe. Also wir haben noch früh morgens, wir haben jetzt gerade mal 8.35 Uhr. Ich bin gerade runtergegangen, duschen und musste von meinem Schwiegervater davon einfach erzählen, wie krass das eigentlich ist. Und zwar folgende Situation: Ich habe jetzt gleich ein Tagesseminar, welches online durchgeführt wird. Und ich habe dann zu meinem Schwiegervater gemeint, wie krass das eigentlich ist. Also vor Corona habe ich ja diese Tagesseminare alle offline durchgeführt. Und dann hatte ich so im Schnitt zwischen 10 und 20 Teilnehmer, die haben alle so um die 200 Euro gezahlt. Dann hat man sich eine Location noch gemietet und so weiter. Manchmal waren es auch 25 Leute, die dabei waren. Und dann hat man dieses Tagesseminar durchgeführt. Und das habe ich immer exklusiv gemacht für Teilnehmer der Academy. Ja, und dann hast du am Ende so 2.500-3.000 Euro Umsatz gemacht, gehen natürlich noch Kosten weg und so weiter. Und dann habe ich zu meinem Schwiegervater gesagt, dass ich mir hätte damals niemals vorstellen können, das mal online zu machen. Weil da war so ein Einwand, der war schon da. Ich habe dann gesagt, nee, das geht nicht, das ist offline viel besser. Und dann kann ich ja das nicht machen und so weiter. Und ich hatte ja damals auch recht, so in meinem Kopf. Aber dann kam ja Corona und ich wollte noch diese Seminare durchführen. Und ja, dann ging es nur online. Und dann habe ich halt überlegt, okay, ich muss mich mit einer Software noch besser befassen, zum Beispiel mit Zoom. Und dann habe ich mich damit befasst, habe gesehen, wie einfach man sein iPad zum Beispiel freigeben kann, um da was zu skribbeln. Ich brauche keinen Flipchart mit meinem Kabel, das geht mit ein paar Knöpfen. Ich kann meinen Bildschirm freigeben, ich kann ins Internet gehen. Eigentlich noch viel einfacher wie offline, wo du immer den Rechner anstöpseln musst, das iPad verbinden und was weiß ich. Und dann habe ich auch so andere Dinge festgestellt, mit denen ich mich vorher gar nicht befasst habe. Zum Beispiel, wenn du 25 Leute in einem Saal hast, sitzen nur ein paar in der ersten Reihe. Bei einem Zoom-Call sitzen alle in der ersten Reihe. Oder, keine Ahnung, du hast dein eigenes Essen, deinen eigenen Arbeitsplatz, von dem du bist nicht auf einen anderen Stuhl angewiesen. So, du weißt nie, wer neben dir sitzt, zu Hause sitzt. Also es gibt sehr viele Vorteile online und die sieht man vorher nicht. Aber dadurch, dass ich mich mit online befassen musste, habe ich diese Vorteile erkannt und habe sie sogar gesucht, wo ich sie vorher abgelehnt habe, ne, weil ich gesagt habe, ja, das geht nicht online. Und Leute, in 1,5 Stunden jetzt beginnt mein Tagesseminar zum Thema Pitchen. Das war nur für Academy-Teilnehmer, hat 200 Euro gekostet. Es haben 45 Menschen gebucht und die Zahl 45, die schätze ich eher wie der Gesamtbetrag, den Umsatz, weil mir die Menschen vertrauen. Aber jetzt bleiben wir mal bei der Wirtschaftlichkeit. Das sind 9.000 Euro an einem Tag, bequem von zu Hause. Und für diejenigen, die mein Video schauen, in Jogginghosen. Ich habe Jogginghosen an, Freunde. Sportschuhe, gut, habe ich eh. Habe mein Getränk hier, ein paar Riegel nebendran. Wenn ich aufs Klo muss, gehe ich auf meine eigene Schüssel und nicht auf eine fremde. Es ist so geil. Das ist der Hammer. Und das Faszinierende finde ich halt, wenn ich zurückgehe, ich habe selbst gedacht, das geht nicht online. Und ich habe vor kurzem auch ein Event gemacht, Business on Stage. Einmal online und das gleiche Event offline. Und hatte die Möglichkeit zu vergleichen. Und online war geiler. Bei Events. Weil du bei Offline-Events ähnlich so viel Bezug hast zu den Menschen vor Ort, die sind weit weg, du siehst sie nicht, wie ein Scheinwerfer auf der Bühne und so weiter. Aber online hast du sie alle ganz nah vor dir. So, die Leute können auch im Chat schreiben. Das ist ja wie offline dazwischen reden, das geht ja nicht. So, und dann kriegst du ein Gefühl, wie das Feedback ist. Es kommt natürlich immer darauf an, wie du sowas online durchführst. Da habe ich auch sehr viel gelernt, was man machen sollte, was nicht. Wo ist der Chat erlaubt, wo nicht und wie man das alles durchführt. Ich will euch einfach nur sagen, wenn ihr jetzt gerade in der Situation seid und sagt, Kelvin, es mag alles für dich funktionieren, aber bei mir geht das nicht. Das, was ich mache, geht nicht online. Genau das Gleiche habe ich auch gedacht. Und vielleicht hast du sogar recht.
So wie du es offline geplant hast, geht es wahrscheinlich online wirklich nicht. Aber vielleicht kannst du es ja abwandeln für online. Und plötzlich Dinge anbieten, auf die wärst du gar nicht gekommen, weil du dich ja gar nicht vorher damit befasst hast. Aber jetzt, wo du dich mit befasst, weil du musst es online machen, fallen dir auf einmal Ideen ein, ob das jetzt Übungen sind, andere Vorgehensweisen und so weiter. Ich kann es euch nur sagen, es ist so geil. Und wenn es mir ums Geld ging, ich mache diese Tagesseminare ja nur für die Academy-Teilnehmer. Überleg mal, ich würde dieses Tagesseminar jetzt nochmal öffentlich machen. Da könnte ich wahrscheinlich 100, 200 Leute drin haben. Könnt ihr 15.000, 20.000 Euro verdienen, bequem, von zu Hause in Jogginghosen. Also ums Geld geht es mir gar nicht. Ne? Aber das ist der Wahnsinn, wie viel Kohle ich da scheffeln könnte. Ich mache das, weil es auch immer so ein bisschen exklusiv sein soll und ich suche mal die Menschen raus, mit denen ich im Moment arbeiten will und so. Aber Möglichkeiten sind da ohne Ende. Das wollte ich dir in dieser Podcast-Folge oder in diesem Video dir mit auf den Weg geben, kurz mit dir teilen. Das habe ich mit meinem Schwiegervater heute Morgen so ein bisschen besprochen. Ich freue mich jetzt auf mein Tagesseminar. Und für diejenigen, die sagen, ja, Kelvin, dann mach doch mal bitte öffentlich so ein Tagesseminar. Im Moment nicht. Ich hab schon Online-Events, die ich öffentlich mache, ab und zu. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, ich hätte euch lieber gerne in meiner Academy und in meinem Programm Dein eigenes Business, weil dann diese Tagesseminare besser funktionieren. Es sind immer Vorkenntnisse notwendig. Das, was ich als Tagesseminar, wo ich intensiv reingehe, wie heute jetzt zum Beispiel, pitchen. Wir gehen wirklich 7 bis 8 Stunden lang oder 6 Stunden lang nur ins Thema Pitchen rein. So tief, nichts anderes. Aber das sind Grundlagen wichtig. Da, Werte, Prinzipien. Und die müsst ihr erstmal durchlaufen mit deinem eigenes Business oder die Academy. Also ich hätte euch lieber da drin. Und dann darauf aufbauen, kommt noch so viel. Auch sehr günstig dann. Also es wird nicht immer teurer hinten raus. Da kommen auch wieder günstigere Formate. Okay. Ich hoffe, die Gedanken haben dir zugesagt. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und viel Erfolg für dein Business.